Sie haben gespürt, lieber Helmut Schmidt, aus diesem nicht enden wollenden Beifall, Sie hätten noch lange geklatscht, wenn Sie nicht abgewunken hätten, dass Sie überzeugt haben, weil man bei Ihnen weiß, dass die Worte und die Taten übereinstimmen und insofern über Politik und Ethik hier glaubwürdig gesprochen haben. Sie haben, darf ich gleich sagen, unsere Erwartungen, die wir von der Stiftung Weltethos hatten, als wir Sie eingeladen haben, bei weitem übertroffen. Und dafür danke ich Ihnen sehr, sehr herzlich. Jetzt hätte es wohl, ich darf auch vielleicht eines hinzufügen. Es gibt hier natürlich welche, die waren damals, als Sie Kanzler waren, auf dem Höhepunkt der schwierigen Zeiten, vor 30 Jahren, Ihre Gegner. Ich glaube, niemand wird Ihnen heute absprechen, dass Sie diese drei Eigenschaften eines Politikers nach Max Weber, Augenmaß, Leidenschaft, Verantwortungsbewusstsein, bis heute verkörpern, man kann ruhig sagen, besser verkörpern als sehr viele andere. Aber Sie bedürfen meiner Komplimente nicht. Man kann unendlich viel antworten jetzt. Selbstverständlich wäre es unangemessen, jetzt etwa bezüglich des Christentums, der christlichen Kirchen, in Apologetik zu flüchten. Sie wissen, in Tübingen gibt es genug Theologen, die Ihnen auf jeden Satz etwas sagen könnten. Aber das ist nicht meine Aufgabe. Ich erinnere mich, dass Sie mir sagten, Sie waren ja auch bei dem Papst, mit dem ich Schwierigkeiten hatte, waren Sie ja auch und versuchten, den zu überzeugen in Sachen der ähnlichen Geschichte, wie eben, was mein Ausgangspunkt des Konfliktes war, Pille, Geburtenregelung, Bevölkerungsexplosion. Haben Sie ihn überzeugt? Nee. Der war schon überzeugt. Er war schon überzeugt. Aber von der falschen Meinung. Ja, sehen Sie, wir haben natürlich auch unsere Probleme, nicht wahr, mit der Kirche. Das war ja nun faktisch auch ein zweiter Fall Galilei, diese Pillenentscheidung. Aber ich möchte jetzt nicht darüber reden. Ich möchte auch nicht darüber reden, was mehr die Evangelischen hier betrifft. Diese Tendenz zur Exklusivität, die Sie mit Recht gerügt haben, ist selbstverständlich, auch da bin ich völlig mit Ihnen einverstanden, mit vielen Ihrer Kirchenkritik. Diese Ausschließlichkeit finden Sie heute glücklicherweise doch bei den Katholiken, die das Zweite Vatikanische Konzil ernst nehmen, und bei einem unserer gemeinsamen Freunde wie Kardinal König finden Sie nicht mehr. Währenddem der Weltrat der Kirchen in Fragen Heil außerhalb der Christenheit bisher noch kein eindeutiges Statement abgegeben hat. Was würden Sie denn, kann ich ja doch mal so direkt so fragen, eigentlich Ihrer eigenen Kirche, wenn Sie so als Hauptwunsch mitgeben, wenn Sie schon solche Kritik anwenden, was würden Sie Ihre EKD, die ja nun gerade ihren leitenden Bischof nach Rom geschickt hat, nicht wahr? Was würden Sie gerade der evangelischen Kirche nur kurz, was würden Sie der eigentlich als Wunsch nun mitgeben? Herr Kühn, da müsste ich eigentlich drüber nachdenken, ehe ich antworte. Sie sind doch so ein Schnelldenker. Ja. Die Frage ist ja keine leichtfertige Frage. Und das, ich glaube, ich kann Ihnen nur eine ganz vorläufige Antwort geben. Eine ganz vorläufige Antwort. Aber hier spricht ein Norddeutscher.
Und möglicherweise wird in anderen Teilen des Vaterlandes das anders empfunden. Mir will scheinen, dass für beide Kirchen nichts noch wichtiger ist als Seelsorge gegenüber Menschen in Not. Menschen nicht nur in materieller Not, auch gegenüber Menschen in seelischer Not. Nichts ist wichtiger als Seelsorge. Und wenn ich etwas leiser hinzufügen darf, für mich ist nichts unwichtiger als Theologie. Da habe ich ja nun ein besonderes Privileg, dass wir so gut miteinander auskommen. Ja. Ich habe nicht gesagt, dass Theologie, nicht gemeint, Theologie sei überflüssig. Aber Theologen neigen zur Rechthaberei. Die Rechthaberei der Kirchen ist im Wesentlichen betrieben worden von den Theologen auf allen Seiten. Ja, es gibt, stimme ich Ihnen zu, die Rabies Theologorum, nicht wahr, der Wut der Theologen. Aber es gibt schon auch noch einige, die, meine ich, etwas anderes verkörpern. Ich habe ja überhaupt den Eindruck, das ist alles berechtigt, was Sie über die Entwicklung des Christentums gesagt haben. Wer könnte die Kreuzzüge, wer könnte all diese Dinge verteidigen? Aber gibt es nicht auch noch eine andere Seite, von der Sie jetzt sagen, da musste ich ja nicht davon reden? Mussten Sie auch nicht, natürlich. Aber ich nehme jetzt nur gerade die Frage des Friedens. Das ist alles richtig, was Sie gesagt haben. Hier in Tübingen hat gerade einer bei uns in der Stiftung eine Arbeit fertig gemacht, großes Buch veröffentlicht, der 40 Fälle, 40 Fallstudien gemacht hat, über friedensstiftende Aktionen in aller Welt, die von religiös motivierten Menschen vorangetrieben wurden. Und man kann nicht bestreiten, dass jedenfalls seit dem Zweiten Weltkrieg da auch ein Paradigmenwechsel stattgefunden hat, also Wilhelm II. In Ehren, nicht wahr? Aber da sind wir natürlich weit weg. Und es ist, glaube ich, auch ein Zeichen sozusagen eines nachmodernen Paradigmenwechsels, dass überall in aller Welt nun doch sich Religionsführer eingesetzt haben für den Frieden. Selbst im Irakkrieg hat ja der genannte Papst rascher und schneller Stellung genommen als manche deutsche Politiker. Und der Patriarch von Moskau genauso wie der Erzbischof von Canterbury, sogar der amerikanische Council of Churches, der protestantischen Kirchen, der von Präsident Bush nie empfangen wurde, hat sich gegen den Vietnamkrieg, gegen den Irakkrieg erklärt. Also wollen Sie nicht auch etwas Gutes über die Kirchen sagen? Ich bin ja immer noch Mitglied meiner Kirche. Und ich glaube im Ernst, dass die Kirchen nach wie vor hier in unserem Teil der Welt notwendig sind. Aber ich wehre mich gegen gewisse Entartungen und gegen gewisse Übertreibungen. Nehmen Sie mal das Stichwort Frieden. Ich sehe mit großer Besorgnis, wie im Laufe der letzten Jahre das Verhältnis zu einem unserer allerwichtigsten Nachbarn sich verschlechtert. Ich rede von dem Verhältnis zwischen der polnischen Nation und der deutschen Nation. Da entstehen auf beiden Seiten Attitüden und Einstellungen, denn Sie lesen das ich lese die polnischen Zeitungen jeden Tag. Nicht, dass ich polnisch könnte, aber ich kriege das übersetzt. Ich verfolge das am laufenden Band. In den polnischen Zeitungen wie in den deutschen. Einer macht Stimmung gegen den anderen. In Deutschland treten einige auf, da wollen endlich die Enkel das Vermögen wieder haben, das ihre Großeltern irgendwann mal verloren haben in der damaligen preußischen Provinz Posen oder in der damaligen preußischen Provinz Schlesien. Schlimme Sachen auf beiden Seiten.
Wer erhebt seine Stimme zum Frieden mit diesem wichtigen Nachbarn? Wir haben 9 unmittelbare Nachbarn. Da habe ich die Italiener und die Russen und die Engländer gar nicht mitgezählt. Und die Schweden habe ich auch nicht mitgezählt. 9 unmittelbare Nachbarn. Es gibt kein Volk auf der Erde mit so vielen Nachbarn. Es ist schwierig, mit allen Nachbarn im Frieden zu leben. Wenn Sie im Reihenhaus wohnen, schon links haben Sie einen Nachbar, rechts haben Sie einen Nachbarn. Mit beiden Nachbarn müssen Sie irgendwie auskommen. Es ist gar nicht leicht, mit allen Nachbarn im Frieden zu leben. Mit 9 Nachbarn im Frieden zu leben. Das ist ein Kunststück sondersgleichen. Wenn irgendwo Spannungen auftauchen, muss man schon aufpassen, dass sie sich nicht ausweiten, sondern man muss versuchen zu dämpfen und für Gespräch zu sorgen, für Fragen und für Antworten.